Hallo, guten Abend und Glück auf, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie pünktlich eingeschaltet haben zur Dienstagsausgabe der Nachrichten in Megional hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Die Kollegen von MDR Sachsen Radio sind derzeit auf den Weihnachtsmärkten in Sachsen unterwegs, um den schönsten zu küren. Gestern zum Montag, übrigens der einzige Tag, an dem kein Bühnenprogramm geplant ist, waren sie bei uns in Marienberg. Also es muss dem Silvio Czarre in Marienberg gefallen. Ich glaube, das dritte oder vierte Mal ist er wieder auf Tour seiner Weihnachtstour. Schon erste Eindrücke gesammelt? Erste Eindrücke, ja. Und ich könnte mal böse sagen, ich komme immer wieder, um einfach zu gucken, ob das verbessert wurde, was wir kritisiert haben. Nee, also erste Eindrücke sind schon da. Bisschen schade ist, dass das Bühnenprogramm heute nicht stattfindet. Aber da haben wir schon eine Begründung uns eingeholt, dass es Montag eh ein bisschen schwierig ist. Ansonsten ist Marienberg wie immer natürlich ein schöner Markt. Aber der Schnee fehlt. Das habe ich heute zum ersten Mal festgestellt. Also wir haben hier alles. Eisbahn, Kinderkarussell, Buden, die geschmückt sind, Toiletten sind ausgeschildert. Ja. Also es müsste fast schon auf die 1,6 zugehen. Mit den Toiletten bin ich ja wirklich fasziniert, weil jedes Jahr hat es mit den Schildern nicht geklappt. Und der Marktleiter kam heute zu mir und sagte, Herr Czarre, haben Sie es gesehen? Die Schilder sind da. Und ja, also ich glaube, ich habe die Noten noch nicht gesehen. Ich bin jetzt selber ein ahnungsloser Mensch. Aber ich glaube schon, er bewegt sich im 1-2er-Bereich. Also mir fällt nichts auf, was jetzt richtig schlecht sein sollte. Also muss man noch nicht sagen. Wie hast du die letzten Veranstaltungen so erlebt? Die letzten Märkte, die wir jetzt hatten, sehr abwechslungsreich, sehr viele verschiedene Märkte. Und was immer das Schöne ist, man merkt in Sachsen, jeder gibt sich auf seine Art und Weise Mühe. Bei manchen Märkten, da könnte man dann doch ein bisschen mehr noch tun. Aber ich sag mal so, wenn die nächsten Jahre sich vielleicht wieder was verändert auf dem einen oder anderen Markt, perfekt. Aber das Erzgebirge hat eine gewisse Vormachtstellung nicht, aber es ist irgendwie doch anders wie Bischofswerda und so. Ich weiß, dass das Erzgebirge jetzt hören will, dass nur das Erzgebirge Weihnachtsmärkte kann. Wir waren ja in Grimma. Grimma ist ja momentan noch auf Platz 1 mit einem 1,4. Bin mal gespannt, ob das Erzgebirge das toppt. Wir kommen ja noch nach Annaberg-Buchholz, also mal gucken. Es wird schwer fürs Erzgebirge, glaube ich. Können wir zwei, drei Sätze erfahren, was das Publikum so zu Marienberg gesagt hat? Unterschiedlich. Also ich habe eine Truppe gehabt, die sich mal wünscht, dass der Markt vielleicht ein bisschen anders aufgebaut wird. Das fand ich mal sehr spannend. Nicht so linear, nicht im Quadrat. Andere sagten wieder, das ist perfekt so, genauso muss es sein. Was alle richtig schön fanden, ist, dass man Weihnachtsmusik gehört hat. Das stimmt, das gebe ich auch gerne weiter. Und die Unterhaltung. Eisbahn immer noch top, ist der Renner halt für die Kinder, Karussell auch top. Nur Bühne fand ein bisschen einige schade, dass da jetzt heute nichts passiert. Aber das ist halt manchmal so. Musikalisch geht es weiter im Programm. Frank Langer war bei einem Konzert der besonderen Art zugegen. Zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten im Foyer bzw. Treppenhaus der Waldorfvilla in Marienberg gab es am 7. Dezember ein hochkarätiges Adventskonzert. Der koreanische Chor aus Leipzig hatte diesen Anlass genutzt, um dem Haus einen Besuch abzustatten. Geplant war es, die klassische Musik der Koreaner als Treppenhauskonzert zu präsentieren. Uwe Schreier erläuterte kurz, warum es nun doch im Saal stattfand. Und wollten es ursprünglich auch erst im Treppenhaus durchführen, aber das war von der Akustik und so wie Sie vielleicht jetzt hier sitzen, ist es dann doch in diesem Raum etwas angenehmer, weshalb wir das in diesem Raum ausführen. Treppenhauskonzert, warum? Wir wollten den heutigen Tag zum Anlass nehmen. Also wir haben hier seit etwa 10 Jahren dieses Treppenhaus oder überhaupt die Gebäude oder die Räume in der Baldervilla restauriert. Und heute ist ein Anlass, wo wir sagen, wir sind eigentlich fast fertig geworden. Und die Ausmalungen sind in ihrer, in ihrer Gänze und in ihrer historischen Fassung, wie sie einmal gedacht waren, in ihrer alten Schönheit erstrahlen sie wieder neu. Und ich muss dazu sagen, es sind etwa zwei Drittel dessen, was Sie hier sehen, ist wirklich noch Originalsubstanz. Und nur etwa ein Drittel wurde ergänzt. Musik.
Die katholische Gemeinde der Korianer in Leipzig ist der Ursprung des hochklassigen Ensembles. Sakrale Lieder und Werke aus Opern bestimmten daher das Programm. Das Publikum honorierte die Darbietungen mit Applaus. Zum Schluss wurden die Besucher aktiv eingebunden, mitzusingen. Am 7. Dezember fand in der Beidavilla ein Adventskonzert der besonderen Art statt. Nicht nur, dass der Spielkrimi des Vorabends den VC-Spieler noch in den Knochen steckte, außerdem musste der VC-Trainer auch auf Kunert und Pöttiger verzichten. Dafür neu und das erste Mal mit dabei Kai Trautvetter. Die Deckendorfer gingen aber ohnehin als Favorit ins Match. Der erste Satz begann pünktlich 13 Uhr vor nur 127 Zuschauern. Die bekamen allerdings Volleyball-Feinkost geboten. Beide Mannschaften zeigten keinerlei Anfangsnervosität. Hüben wie drüben druckvolle Angriffe und gute Defensivarbeit. Ein ausgeglichenes Spiel. Bei 14:12 nahm Chopau die erste Auszeit. Im zweiten Drittel des ersten Satzes hatten dann die Gäste aus Niederbayern die Nase vorn und setzten sich mit 19:16 ab. Die Einwechslung Mike Kellers brachte nochmal frischen Wind in die Partie. Paar Eigenfehler Chopaus besiegelten aber letztendlich das 25:18 für Deggendorf und damit war der erste Satz auch schon gespielt. Und an sich es ist trotzdem ein Spiel im Auge. Wir hatten schon mehr Probleme gegen Deggendorf. Wenn wir positiv bleiben, wenn wir der andere vorne haben, haben wir doch wenig Probleme gehabt. Trainer Andreas Richter forderte in seiner Pausenansprache ein konzentriertes Weitermachen und mutiges Spielen. Chopau nun auf der sogenannten Schokoladenseite. Die Anfangsphase dieses Satzes gestaltete sich wie das Ende des ersten Satzes. Deggendorf ging früh in Führung und die VC-Männer bemühten sich, dran zu bleiben. Bei 12:8 nahm Chopau wieder eine Auszeit. Die Gäste blieben aber weiter am Drücker. Den variantenreichen Angriffen hatten die Chopauer gegen Ende des zweiten Satzes nicht viel entgegenzusetzen. Es war zu spüren, dass die Kräfte der Gastgeber schwanden. Die Gäste wurden nun auch spielerisch ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Angriffe aus der zweiten Reihe machten es immer wieder den Chopauern schwer. Am Ende hieß es 25:18 für Deggendorf. Perfekt angenommen, das heißt, wir müssen noch jetzt ein ganz großes Dankeschön. Fehler machen, sich aufgeben oder ergeben war für den VC-Trainer keine Option. Und das gab er seinen Spielern mit auf den Weg in den dritten Satz. Auf der anderen Seite forderte der Trainer, den Sack nun endlich zuzumachen. So agierten die Deggendorfer auch. Sie spielten souverän und immer wieder führten die Angriffe aus der zweiten Reihe zum Erfolg. Mike Keller und Daniel Kloss sorgten nochmal für ein Aufbäumen der Chopauer und zwangen die Gäste bei 12:9 zu einer Auszeit. Die VC-Spieler warfen in der Folge nochmal alles in die Waagschale und immer wieder führten die Angriffe über Keller zum Erfolg. Die Stimmung in der Halle war prächtig. Bei 18:16 hatte Chopau nochmal eine Auszeit. Die Niederbayern wackelten.
Das Ende des dritten Satzes war sehr, sehr spannend. Bei 23-22 nochmal eine Auszeit für Zschopau. Mut zum Risiko hieß es nun. 24-24. Mike Keller machte wieder wichtige Punkte. Am Ende hieß es dann doch 27-25 für Deckendorf. Die Zschopauer haben trotz der Niederlage gezeigt, dass sie nicht aufgeben und, was noch wichtiger ist, sie haben Moral bewiesen. Mike Keller wurde zum Spieler des Matches auf Zschopauers Seite ernannt. Und damit ein Blick zu den MEF Kinderguschen. Und auch heute wird ein Märchen- oder ein Zeichentrickfilm erklärt. Auf die ein oder andere umständliche oder eben weniger umständliche Art und Weise. Jetzt sind Sie natürlich wieder am Zug, Stifte raus und fleißig mitraten und mit etwas Glück am 23. Dezember tolle Gewinne absahen. Kinderguschen! Im Bad. Hab ich mal auf CD bei meiner Omi angeguckt. Also, woher ich den kenne, weil habe ich es vergessen. Und ich hab so eine CD davon. Und ich habe so mal vorgelesen hab von der Mami. Es ist aus dem Märchenbuch. Und dann weiß ich nicht. Aus einem Märchenbuch. Zuerst ist er klein. Der kann zaubern. Das Feuer machen. Ich hab's lange nicht mehr angehört. Weil er das Kind essen will. Das eine ist ein Stock. Stiefel. Ich weiß nicht mehr, wie der geht, aber ich weiß es noch ein bisschen. Das sieht böse aus. Böse. 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 Das ist böse. Ein bisschen böse. Feuer. Der rennt um Feuer. Ja. Und hat Perlen in der Hand. Der tanzt ums Feuer. Sie springt ums Feuer herum. Auf einem Bein hüpfen wir. Der tanzt drumherum. Und sagt dabei, da hat einer beobachtet und hat da gesagt, den Keller eingesperrt war. Und dann hat sie die ganzen Namen ausgetestet und zuletzt hat sie gesagt, und der war dann ganz wütend. Weiß ich nicht mehr. Nein, Goldspinn. Der will die Königin ihr Kind klauen. Der kann Gold aus Stroh machen. Aus Stroh Gold machen? Und dann hat gesagt, das hat ja der Teufel gesagt. Na, haben Sie erraten, welches Märchen oder welchen Zeichentrickfilm unsere MEF-Kinderguschen heute beschrieben haben? Wenn Sie an jedem Wochentag die richtige Lösung notieren und alle 15 Begriffe am 23. Dezember bis 12 Uhr mittags an uns senden, dann können Sie tolle Gewinne abräumen. Wie das geht? Na ganz einfach, per Facebook, per Mail oder per WhatsApp. Pockau-Lengefeld, entgegenkommendes Auto nach Überholmanöver gestreift. Hier werden Zeugen gesucht. Die B101 aus Richtung Heinzebank befuhr am Montag früh kurz vor 5.30 Uhr ein unbekannter PKW der Marke VW.
Ungefähr einen Kilometer vor dem Ortsteil Kalkwerk überholte das Auto kurz vor einer Bergkuppe mit Rechtskurve einen LKW. Noch vor Abschluss des Überholvorgangs streifte der VW einen entgegenkommenden Mercedes. Danach hielt das Fahrzeug kurz an, fuhr dann jedoch weiter. Die 24-jährige Mercedes-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Wer kann Angaben zum Sachverhalt bzw. zum unbekannten PKW und dessen Fahrzeugführer machen? Unter der Telefonnummer 03735 6060 werden Hinweise im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen. Es folgt ein privater Aufruf. Marienberg, Kasse geplündert. Am 4. Dezember um etwa 15 Uhr wurden im Kinderladen, einem Kinder-Secondhand- und Spielwarengeschäft auf der Annaberger Straße 4, die gesamten Wocheneinnahmen aus der Kasse gestohlen. Die Inhaberin bittet nun um Mithilfe, denn zum Zeitpunkt war eine ältere Dame im Geschäft anwesend, die eventuell Aussagen zum Hergang machen könnte. Wenn Sie die Dame kennen oder noch besser, wenn die Frau diesen Aufruf hört, dann melden Sie sich bitte im Geschäft oder bei der Polizei. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der LVM-Versicherungsagentur Steffen Plewan in Olbernhau. Jetzt besonders günstige Kfz-Versicherungen in Ihrer Nähe abschließen. Sternenklar und leicht im Minus geht es heute Abend in die Nacht. Kein Wölkchen in Sicht und demnach auch kein Niederschlag. Der Wind weht ganz leicht mit um die 8 km pro Stunde aus südlicher Richtung und die Nachtwerte liegen beispielsweise in Olbernhau bei um die minus 1 Grad Celsius. In Marienberg zeigen die Quecksilber minus 1 bis minus 3 Grad an und in Schopau darf man sich auf 0 bis minus 1 Grad Celsius einstellen. Leicht bewölkt startet der Mittwoch. Recht rasch nimmt die Bewölkung zu. Das Ganze bei geringem Wind aus Süden am späten Nachmittag bzw. Abend fällt bei einer 90-prozentigen Niederschlagswahrscheinlichkeit sendegebietsweit Schnee. Und die Thermometer zeigen in Deutsch-Neudorf Werte zwischen minus 1 und plus 2 Grad an. Die Pobersauer Einwohner dürfen sich ebenfalls auf minus 1 bis plus 2 Grad Celsius einstellen. Und in Amsberg werden über den Tag 0 bis plus 4 Grad Celsius erreicht. Der Ausblick auf die Folgetage. Ein Mix aus Sonne und Wolken hat der Donnerstag für uns im Gepäck. Das Ganze bei Tageswerten zwischen minus 1 und plus 4 Grad Celsius. Der Wind weht weiterhin gering aus Süden. Freitag ganztägig bedeckt mit einer recht hohen Niederschlagswahrscheinlichkeit und ab den späten Nachmittagsstunden gibt es mäßigen Schneefall bei teils böigem Wind aus Südwesten und Tageswerten im Bereich von minus 3 bis plus 2 Grad Celsius. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der LVM-Versicherungsagentur Steffen Plewan in Olbernhau. Jetzt besonders günstige Kfz-Versicherungen in Ihrer Nähe abschließen. Mehr vom Regionalwetter dann morgen hier an dieser Stelle und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von Megional angelangt. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind und einschalten. Und falls Sie uns verpasst haben sollten, dann ist das kein Problem, denn Sie sehen alle unsere Sendungen mehrfach täglich zu den gewohnten Sendezeiten im TV und online auf www.mef-line.de. Ich verabschiede mich und gebe noch kurz ab an die MEF-Kinderguschen mit der Auflösung unseres gestrigen gesuchten Begriffes. Also dranbleiben. Wir sehen uns morgen hier an dieser Stelle. Tschüss, bis morgen. Nee, das ist kein Geißlein. Sieben Geißlein ist das. Das ist kein Geißlein. Das hier. Der wollte nur mal gucken, ob das eine Mama, die Mama ist oder der Wolf. Weil, weißt du, im Märchen, wo ich das angeguckt habe, da hatte der aber einen Hut auf und Hosenträger dran, der Wolf. Das sind sieben Geißlein. Wolf und die kleinen lieben Klein. Das ist der Wolf und die sieben Geißlein. Das ist der Wolf und die sieben Geißlein. Wenn Sie an jedem Wochentag die richtige Lösung notieren und alle 15 Begriffe am 23. Dezember bis 12 Uhr mittags an uns senden, dann können Sie tolle Gewinne abräumen. Wie das geht? Na ganz einfach. Per Facebook, per Mail oder per WhatsApp.
Niemeyer Drehtechnik GmbH in Marienberg ist ein innovatives Unternehmen mit Pfiff und Schliff und sucht neue Teammitglieder. Als hervorragender Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet werden hier tolle Ausbildungsberufe angeboten. Aktuell haben wir für das kommende Jahr folgende Ausbildungsplätze frei: Zerspannungsmechaniker, Mechanikerin in der Fachrichtung Drehtechnik. Und wir suchen einen Azubi zum Fachinformatiker für Systemintegration. Du bist technisch interessiert und dir liegt die Präzision im Blut? Dann bewirb dich jetzt und bring deine Zukunft in Bewegung. Aber auch neue Fachkräfte möchten wir in unserem Team begrüßen. Ab sofort suchen wir CNC-Dreher, Mitarbeiter im Bereich Qualitätskontrolle, gern auch Quereinsteiger. Hier geht es rund, hier fliegen die Späne in einem zukunftssicheren und aufregenden Beruf in unserem Unternehmen. Die Meyer Drehtechnik GmbH wünscht allen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen gesunden Start in das neue Jahr.